Hallo, 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 hier ist wieder Shogi Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sascha und das ist der Marc. Hallo. Und wir reden heute über den 23. September. Am 23. September hat jemand Geburtstag, der ganz Deutschland 1982 in Trauer gebracht hat. Paolo Rossi, die Schweinebacke, hat 1982 die Deutschen aus der Weltmeisterschaft sozusagen, also nicht rausgeschmissen, aber im Finale hat er die ja abgeschossen, die Deutschen. Ja. Da haben die Deutschen 4-1, glaube ich, 4-1 verloren oder sowas, glaube ich, irgendwie sowas. Paolo Rossi hat 7 Millionen Tore geschossen. Und das war total doof für die Deutschen, aber natürlich schön für die Italiener. 1982 in Italien, ist dir gar nicht klar, ne? War mir gar nicht klar bis jetzt. Aber Paolo Rossi war halt zu der Zeit ein ganz guter Fußballer, italienischer Fußballer, und die Deutschen haben da leider wieder mal verloren. Wie es ja so häufig war bis zum Jahre 2016, glaube ich, haben sie in den internationalen Turnieren immer gegen Italien verloren. Immer. Ja. Und 2016... Weißt du noch, Elfmeterschießen? 2016, kannst du dich erinnern? Elfmeterschießen, erinnert euch doch. Du weißt gar nichts, gell? Nee. Wo der so antippelt, so tipp, 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 tipp. Ach, und dann verzögert? Und dann verzögert. Und dann schlänzt er den so rein? Der schlänzt nicht rein, sondern den Manuel Neuer in die Arme oder irgendwas. Oder drüber, ich weiß gar nicht so genau. Und das war dieses Elfmeterschießen, das so super dramatisch war. Aber den Marc Dramatik, ich weiß noch, überhaupt nicht, als wäre es gestern gewesen. Ja, genau. Am 23. September ist aber noch etwas passiert. Ja, 23. September 1846, der Astronom Johann Gottfried Galle entdeckt den Planeten Neptun. Na, also vorher hatten wir von Neptun gar keine Ahnung. Mhm. Ja. Am 23. September ist der entdeckt worden, der Neptun. Ja. Und ein Fakt des Tages noch, passt auch noch ganz gut dazu. Das Zentrum eines schwarzen Lochs. Ja? Das Zentrum eines schwarzen Lochs ist kleiner als ein Stecknadelkopf. Hammer, oder? Wahnsinn. War dir das klar? Ich dachte, das schwarze Loch ist riesengroß und verschlingt alles. Aber ist kleiner als ein Stecknadelkopf. Ich hätte wirklich auch gedacht, das wäre so, wo du mit dem Schulbus durchfährst, quer oder so. Ja, das ist richtig groß. Ja, ich bin noch nie mit dem Schulbus gefahren und quer schon mal gar nicht. Bist du noch nie per Anhalter durch die Galaxis? Mit dem Handtuch? Nein? Ich kenne, dass es da eine Geschichte gibt, aber ich habe sie nie gelesen. Ich weiß es nicht. Aber schön, dass du es nochmal reingeworfen hast. Da kommt doch kein Schulbus drin vor. Nee? Nee. Ich wollte einfach nur was sagen. Ja, ist okay. Macht ja nichts. Also das war ganz viel über den 23. September und Fakten, Fakten, Fakten. Jetzt könnt ihr da rausgehen und das auch weitergeben und könnt so tun, als wenn ihr es einfach wüsstet und euch gar nicht jetzt bei uns reinholen musstet. Ne? Cheerio, Miss Sophie, bis morgen. Macht's gut. Tschüss.